Wir erleben zwar einen Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit in Europa, aber was sind die großen Probleme, warum es nicht weitergeht? Naja, wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass wenn ich in beengten Wohnverhältnissen lebe, wenn es nur mein Handy gibt und vielleicht einen Familiencomputer, dann war es für diese jungen Menschen schon fast unmöglich, ihre Hausaufgaben zu machen oder eben tatsächlich dem Fernunterricht auch zu folgen. Und das war natürlich für die, die in großzügigeren Verhältnissen leben und auch über die technischen digitale Infrastruktur verfügen, ganz anders. Und deshalb ist die Spaltung in unserer Gesellschaft auch unter den jungen Menschen noch mal viel größer geworden. Und wir müssen jetzt auch vielen helfen, da auch wieder so ein Stück aufzuholen. Die Spaltung ist aber in Europa auch da. Die Jugendarbeitslosigkeit in Griechenland, Spanien, Italien ist sehr hoch, bei uns geht sie zurück. Wie lässt sich diese Spaltung aufspreisen? Ja, ich denke, dass wir viel stärker an die Ursachen gehen müssen, warum wir in bestimmten Ländern so eine hohe Sockeljugendarbeitslosigkeit haben, die in Krisen dann nochmal hochschießt, aber nie auf so ein normales Maß zurückgeht. Und wenn man da nicht mit gesonderten Maßnahmen rangeht, wird sich das immer so weiter fortsetzen. Und deshalb ist die europäische Beschäftigungspolitik, die europäische Jugendpolitik auch hier gefordert, eben dann mit den Mitgliedstaaten zusammen entsprechende Maßnahmen auf den Weg zu bringen oder durch Programme, die Europa bereitstellt, gerade für innovative Projekte, eben hier tatsächlich Anreize zu setzen. Ich denke, wenn man sich das anguckt, dann sind es sehr gewachsene Probleme über Jahre und Jahrzehnte. Und es betrifft nicht nur eine Regierung, sondern ganz viele Regierungen, wenn ich jetzt nach Griechenland schaue oder nach Spanien. Aber ich denke, dass wir nicht akzeptieren können, zum Beispiel, dass junge Menschen Vollzeit arbeiten und dann noch nicht mal den Mindestlohn kriegen, weil man für junge Leute gerade so viele Ausnahmen gemacht hat und das nach unten drückt. Ich finde es nicht akzeptabel, dass man als junger Mensch keinen unbefristeten Arbeitsvertrag findet, sondern in vielen Ländern, das ist in Griechenland, in Spanien auch so, mal 6 Monate, mal 9 Monate, wenn man einen Vertrag über ein Jahr hat, dann ist man schon ein Glückspilz. Das kann es ja nicht sein, sondern dass wir jungen Menschen auch wirklich Perspektiven geben müssen, dass sie auch eine Familie gründen können, dass sie auch Perspektiven für ihr Leben entwickeln können. Ich glaube aber, dass wir mehr machen können, um eben Austausch auch von jungen Auszubildenden zu fördern. Da gibt es Programme, Erasmus Plus müssen wir verstärken, aber wir müssen auch die noch mal stärker an die jungen Leute ranbringen. Als Student erfährt man relativ bald, dass es so ein Erasmus-Austauschprogramm gibt. Es gibt Stellen, Büros, an die man sich wenden kann, die einen unterstützen. Und ich glaube, an den Berufsschulen, bei uns zum Beispiel und den entsprechenden in den anderen Ländern, müssen wir mehr Werbung machen und junge Menschen motivieren, die eine Ausbildung machen, eben auch so ein Austauschprogramm sich zuzutrauen. Saugt das nicht auch gerade dann in berufsqualifizierte Jugendliche aus anderen Ländern, die es nötig haben, weg? Also ich finde, dass es, wenn man einen europäischen Arbeitsmarkt hat, auf diesem Arbeitsmarkt fair zugehen muss. Und zu meiner Vorstellung gehört nicht, dass die armen Länder die jungen Menschen ausbilden und die Reichen die dann abgreifen und nutzen und nicht selber eben auch verstärkt ausbilden oder eben Ausbildung attraktiv machen. Deshalb, ich finde es gut, mobil zu sein, für die, die es sein wollen, innerhalb Europas die Chancen zu nutzen. Aber unsere Probleme auf dem Arbeitsmarkt, die sollten wir schon auch selber angehen, so wie die Schweden das angehen müssen und die Spanier und die anderen Länder auch. Wir haben zum Beispiel gerade ein neues europäisches Wahlrecht beschlossen als Europäisches Parlament mit dem Vorschlag, bei Europawahlen das Wahlalter auf 16 zu senken. Wir haben im Moment in Europa eine Situation, die einen Länder haben 18, die anderen haben 20, die anderen haben 23 als Wahlalter festgelegt. Dass wir gesagt haben, zumindest in den Ländern, wo es nicht der Verfassung widerspricht, würden wir uns wünschen, zur Mehrbeteiligung von jungen Menschen das Wahlalter eben auch auf 16 zu senken.